Hallo Leute, mein Name ist SozialInZock und damit herzlich willkommen zurück zu Widget, dem zweiten Part, offiziell gesehen. Ja, es geht weiter mit den kleinen Spielchen Widget. Wir spielen natürlich wieder normal. Und ja, das wird gleich hinter dem Part von Part 1 gemacht. Und hier geht's schon komplett ab. Ich bin unsichtbar, weil ich in dieser Runde noch nicht mitmache. Und es wird spannend. Ich hoffe, wir sehen heute mal andere Maps als sonst. Das Ziel des Let's Plays wird es sein, alles freizuschalten. Also alle Spezialfähigkeiten und die Maps einmal zu sehen. Für die, die das interessiert. Das war diese Konzerthalle vom letzten Mal. Die letzte hat überlebt. Beim letzten Mal hatte ich das Pech, dass ich eine beim Abschluss gefunden habe. Aber ich weiß jetzt diesen Spot und nutze ihn auch im nächsten Mal, wenn das Schiff kommt. So, jetzt will ich aber mal endlich den Strand. Ach, die wollen Halloween Town. Warum wollen alle Halloween Town? Der Strand ist cooler. Und wir haben gleich mal eine neue Fähigkeit, die ich jetzt auch mal nutzen werde für diese Runde. Nämlich die Magieaufhebung. Sobald es eine Hexe trifft, kann sie sich weder verwandeln noch fliegen oder sonst irgendwas, was mit Magie zu tun hat. Das löscht einmal den kompletten Magiebalken. Und wir starten selbstverständlich als Witch gleich mal. Geschafft. Ich hoffe, die bemerken das nicht sofort. Ist nämlich schon sehr auffällig. Ja, wie ich schon im letzten Part gesagt habe, viele denken erstmal nicht an die Dächer. Aber die haben Enterhaken mit. Magieaufhebung hat schon da jemand eingesetzt. Jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt kann man keine Magie dort einsetzen. Aber ich bin aus dem Radius. Ich bin einfach ein auffälliges Rad ganz oben platziert. Na, klasse. Wenn ich Pech habe, falle ich schnell auf als ein buntes Zebra. Ja, im letzten Part hatten wir auch einen echt gemeinen Mitspieler. Dieser dumme Käse. Da oben fliegt ein Stuhl rum. Hoffentlich begegnen wir heute mal nicht so einen. Kami Potato. Alles klar. Hier fliegen ein paar rum und so weiter und so fort. Hier lachen auch ein paar. Oder ich habe gelacht. Das wird manchmal automatisch, glaube ich, gemacht. Oder wird aktiviert, keine Ahnung. Wenn es so lange still steht. Ich bin eigentlich so auffällig. Und man hat mich trotzdem noch nicht gefunden. Ich bin so auffällig. Aber genau das ist es, was man nicht erwartet. Dass jemand so auffällig ist. Oh oh.
Er könnte mich ja welchen Enter hacken. Der auch. Zum Glück wissen sie ja nicht, wo ich bin. Also bisher habe ich einen dummen Spot, aber trotzdem das meiste Glück gehabt. Hier springt wieder jemand. Mann, ich bin so offensichtlich. Nur 60 Sekunden. Das ist ja fast so wie meine allererste Runde, die leider nicht ausgestrahlt werden konnte, aufgrund, dass ich mein PC gedacht hat, oh, wir stürzen mal ab. Das zerstört natürlich die OBS-Aufnahme. Noch haben sie mich nicht erwischt. Das wundert mich aber echt. Ich bin so offensichtlich. Lol, jetzt werden noch mehr erwischt. Oh, 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 oh. Ich bin so offensichtlich und keiner denkt daran. Nein! Das ist ja fast wie in Runde 1. Da war ich ein Kissen an der Bank. LOL! Hier war ich. Mit den Pilzen sehen sie, wo einer war. Oh Mann, die haben mich echt nicht gesehen. Ich habe ein paar Belohnungen bekommen. Die sind noch vom letzten Part. Ich war zu schnell rausgekommen. Und als nächstes gibt's die Bücherei hoffentlich. Da war nämlich meine erste Runde. Ach, die wollen alle das Schiff. Die wollen alle das Schiff. Warum wollen alle plötzlich das Schiff? Auf jeden Fall nehme ich die Magieaufhebung jetzt weg, denn der andere ist besser. So, der geheime Spot befindet sich mitten unten im Piratenschiff, wo die meisten nicht suchen. In einem anderen. Auf jeden Fall werde ich den untersuchen als Jäger. Aber ich bin Verstecker, also. Auch einen kleinen Gegenstand. So eine Melone. Natürlich echt natürlich aussehen, damit man es nicht sofort merkt. Aber diesen Bereich vergessen wohl viele. Da war der letzte Sucher beim letzten Mal drin, weil sich niemand richtig mühsam will, hier runter zu gehen. Sehr habe ich gut überlebt. Oh shit, ein Huhn hat mich entdeckt. Ein Bibi-Huhn hat mich entdeckt. Ich schätze niemals den Huhn. Zerstören einfach die Gläser. Oh shit, das Huhn hat mich, das Huhn hat mich. Scheiße, scheiße. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Aber wenigstens konnte ich ihn schön einfangen. Lange Zeit. Wie die Jäger einfach vom Himmel fallen. Alles klar. Ja, hier hat jemand einen Jump-Scare auf den Augen. Hier ist wer. Hey, lol, der Pilz.
ist gleich der nächste erwischt worden. Hab einen Speed-Bonus bekommen, okay, die sind neu. Ach, hier kriegt man diese Pilze. Das sind Eier! Menge Schätze, aber nicht den Schatz, den ich brauche. Nämlich eine Echse. Habe ich doch was gehört? Oh! Wo bist du? Ich habe dich genau gesehen. Ich glaube, die ist ganz oben. Hier vorstellen können. Die war hier irgendwo. Errungenschaft erhalten, Stockpieker. Alles klar. Ach, deswegen. Dann kriege ich den Icon, wenn ich ein Achievement bekomme, alles klar. Wieder eklige Fingernägel. Ach du Schande. Warum schon wieder Halloween? Ich will andere Stages zeigen. Haben wir so viele dieselben? Naja. Oh, und wir haben die Morph-Fähigkeit bekommen. Mit der können wir uns in eine Sache teleportieren. Mal gucken, wie das enden wird. Auf jeden Fall haben wir wieder die Halloween-Stage dabei, die gleich zum Anfang verfügbar war. Okay. Wir können jetzt übrigens nicht mehr fliegen. Dafür. Wir können uns in alles reinmorphen, was wir wollen. Muss mich in das verwandeln. Und schon mal auf einen weiten Entfernte ausziehen. Der hat mich nicht gefunden, zum Glück. Oh! Was? Ich wurde falsch teleportiert. Ja, verstehe mal, weil. Zum Teufel. Hier sind Giant Käse. Ein riesiger Käse. Yummy. Entschuldigt, ich esse mal kurz. Nicht Spaß. Weil in den zu morphen. Eine coole Sache. Auch hier ist natürlich eine gemeine Lücke. Die armen Hühnchen. Hier ist jemand. Wenn der Alarm losgeht, heißt das, hier ist jemand. Hier ist keiner mehr. Anscheinend.
Nee. Nicht mehr vorhanden. Den hat wohl schon jemand anderes geholt. Aber wo ist der Rest? Okay, einer erwischt. Hab auch keine Ahnung, warum die Hühnchen hier in diesem Game die Fähigkeit haben, Hexen aufzuspüren, aber naja. Vielleicht reagieren sie irgendwie empfindlich auf Magie oder so. Was ist denn für ein mieser Spot? Den werde ich mir merken. Man kann da rein. Okay, der letzte hat sich gut versteckt. Da oben! In der Schornstein! Siehst du irgendwas? Irgendwas in der Nähe. Noch eine übrig. Jetzt wurde die eine erwischt. Ja, da ist sie. Wo ist die letzte? Vielleicht auf der Kirche. Wo war die letzte? Hm. Hab sogar eine Beste der Runde bekommen. Krieg wieder ein paar Sachen. Und die neue Map wird gewotet und im Finale wäre schön eine andere Map. Als die sonst. Ja, wir kriegen eine andere Map. Die war früher anders am Aussehen. Wurde allerdings geupdatet und wir nehmen die Fähigkeit zu fliegen, denn das ist mir um 100 Mal lieber als das andere. Ich bin soweit. Nämlich hier gibt es so ein Eismonster neuerdings. Früher war das nicht vor Ort. Und hier gibt es auch Pokale und so. Portale. Pokale, ja, alles klar. Portale. Natürlich. Und ich bin ein Jäger. Oh, was ist das denn für einer? So, der hat eine Rabenmaske auf. Hey, Kollege. Gehst du zur Oper später? Der Bauer der Oper. Die Hexen wollen ja einem komplett trollen am Anfang. Jetzt warten, bis der Haken wieder bereit ist. Und ab ins Maul des Riesenmonsters. Oh nein, Pilze! Oh! Oh, ein Jumpscare! Ach du Schande, die Steuerung ist hin! Mitten in das Kreuzfeuer! Volltreffer. Die ist voll in die Sackgasse gelaufen. Hier ist auch der Raven. Zerstören einfach alle Pfeiler.
Da war wer. Die Planke! Ist irgendeine andere jetzt. Oh, er hat sie. Wie viele einfach jetzt im Eismonster sind. Aha. Das Boot! Bingo! Das war so auffallend, dass sich jetzt alle draußen verstecken müssen, nachdem alle ins Eismonster gerannt sind. Hier ist wer. Wow. Da die Melone. Dann kommen. Yes! Sieg! Sieg und ich habe die meisten Damage gemacht. Ja, das waren ein paar schöne Runden. Level 4, Errungenschaft erreicht. Ich kann jetzt mein Tat-Hilfe-Bild ändern. Bleib aber beim Fass. Ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen dann jetzt. Vielleicht sozial. Lasst ein Abo da. Und bye.